Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Preisträgerinnen, Wettbewerbsteilnehmerinnen, sofern Sie heute noch in Stuttgart sind, liebe Studierende, liebes Publikum, ich begrüße Sie alle sehr herzlich zum heutigen Preisträgerkonzert des Dominik-Wettbewerbs, der in dieser Form nun zum 6. Mal stattgefunden hat. Bitte erlauben Sie, dass ich einige von Ihnen auch namentlich begrüße. Ich freue mich besonders, dass für die Stiftung Dominik heute Abend Vera Romeu und Michael Hörmann anwesend sind. Herzlich willkommen. Was wäre ein Wettbewerb ohne eine Jury? Und so möchte ich ebenfalls ganz herzlich die Beteiligten des Wettbewerbs grüßen, die heute Abend weitgehend hinter dem Vorhang bleiben, nämlich die Wettbewerbsleitung und die Juroren. Die Wettbewerbsleitung lag in den Händen meiner Kollegen Tristan Cornu und Konradin Brodbeck. Den Juryvorsitz hat Hans-Peter Jahn übernommen. Der Jury gehörten in diesem Jahr Asa Ackerberg, Bernd Asmus, David Eckert und Lukas Fels an. Herzlich willkommen, sofern Sie heute Abend dabei sein können. Die zurückliegenden Wettbewerbstage standen im Zeichen der Komposition für Violoncello, insbesondere der Cellomusik der letzten 50 Jahre. In diesem Jahr waren 17 Cellistinnen und Cellisten angemeldet, um sich der international besetzten Jury vorzustellen und letztlich auch, um sich am Ende einen Preis zu erspielen. Denn genau darin besteht der Sinn und Zweck von Wettbewerben. Er besteht darin, das eigene Können bestmöglich zu präsentieren. Das klingt nun nach Adrenalin, nach Aufregung, nach Stress und vielleicht auch ein bisschen noch Konkurrenz. Aber für viele Musiker und Musikerinnen verbindet sich mit der Wettbewerbssituation trotz aller Anspannung auch die Freude, die Ergebnisse ihrer eigenen künstlerischen Arbeit vor einer hochkarätig besetzten Jury präsentieren zu können. Und im Idealfall bietet sich im Umfeld eines Wettbewerbs sogar die Möglichkeit, sich gegenseitig etwas zu zeigen, voneinander zu lernen oder miteinander zu arbeiten. Das Jurykonzert im Rahmen unseres Wettbewerbs ist dafür ein besonders gutes Beispiel. Es bildet einen Rahmen, in dem Lehrende und Studierende der Hochschule gemeinsam mit den Juroren musiziert haben und nicht zuletzt auch eine Komposition eines Jurykollegen aufgeführt haben. Auf diese Weise verbindet sich der Wettbewerb mit seinem Gesamtprogramm aufs Günstigste mit der pädagogischen Arbeit an unserer Hochschule und schafft wunderbare Möglichkeiten, auf vielfältige Weise untereinander in einen Austausch zu kommen und Verbindungen zu stiften. Und darauf können wir, denke ich, sehr stolz sein. Stolz und dankbar können wir auch darauf sein, dass wir für die Durchführung des Wettbewerbs auf eine langjährige Partnerschaft mit der Stiftung Dominik zurückblicken können. Auch in diesem Jahr hat die Stiftung ein großzügiges Preisgeld zur Verfügung gestellt und in diesem Jahr ist es erstmals in der Geschichte des Wettbewerbs auch eine Preisträgerin, die diesen ersten Preis davontragen wird. Der Dank der Hochschule gilt weiterhin der Gesellschaft der Freunde für die Stiftung von 2 Sonderpreisen, die ebenfalls heute Abend vergeben werden. Mir bleibt an dieser Stelle, mich im Namen der Hochschule ganz herzlich bei allen Beteiligten und Unterstützern des Wettbewerbs zu bedanken. Ohne ihr aller Engagement würden wir den heutigen Abend nicht in dieser Weise gemeinsam hier verbringen können. Den Preisträgerinnen und dem Preisträger des Wettbewerbs möchte ich schon jetzt ganz herzlich gratulieren und uns allen wünsche ich einen anregenden Konzertabend. Liebe Frau Professor Mautner-Obst, liebe Frau Romeu, verehrte Jury, aber ganz besonders meinen herzlichen Gruß an Sie, Frau Pfeffer, Frau Krieg und Herr Lee. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Auszeichnung und zu Ihrem großartigen Erfolg gleich von meiner Seite. Mein Name ist Michael Hörmann. Ich bin der Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg und der Kurator der Stiftung Dominik. Warum stehe ich heute vor Ihnen? Normalerweise ist unsere Aufgabe, 62 der schönsten Monumente von Heidelberg bis Salem, von Rastatt, Schwetzingen bis Ulm-Wieblingen für die Menschen zu öffnen, ihnen die breitenwirksame Teilhabe am kulturellen Erbe zu ermöglichen. Aber vor 5 Jahren bekamen wir einen kleinen,
aber einen umso strahlender leuchtenden Edelstein in unser Collier, die Stiftung Domnick. Zunächst ein hypermodernistischer Fertigbetonbau, Entschuldigung, aus den 1967er Jahren. Gebaut von Domnick und seiner Frau, um ihre großartige Stiftung abstrakter moderner Kunst, Schwerpunkt liegt um 45 und dann in den 60er Jahren, ein Gehäuse zu verschaffen. Ein Gehäuse, das gedacht war, Menschen einzuladen und für die Kunst zu begeistern. Aber es war auch Wohnraum. Und das dürfen wir jetzt bei Domnick nicht vergessen. Es war auch Garagenhort für seine Autos. Domnick war ein faszinierender Mensch. Ein fast barocker Lebensentwurf, obwohl er fast evangelisch-asketisch mal und auch nicht besonders groß war. Er sammelte als einer der ersten kuratiert von seinem fast väterlichen Freund Baumeister direkt nach dem Krieg, als er aus Kriegsgefangenschaft zurückkam, modernste abstrakte Kunst, die in der Zeitphase unheimlich umstritten war. Das war ihm aber nicht genug. Ich habe es schon gesagt, er war ein Liebhaber großer Autos. Das gehört genauso integral zu seiner Persönlichkeit wie der Kunstsammler Domnick. Jedes Jahr musste ein neuer Sechszylinder in der Garage stehen und Hauptsache schnell. Er nahm auch Kurse, um Rallyes zu fahren. Aber dann wurde ihm das zu langweilig. Und er fing eben mal an, den deutschen Film zu revolutionieren. Er ist der eigentliche Vater des deutschen Autorenfilms. Geehrt mit mehreren Bambis, mit deutschen Filmpreisen. Und als er das alles hatte und auch noch anfing, neben Tafelbilder Skulpturen zu sammeln, kam ihm eine ganz alte kulturelle Betätigung von ihm Sinn. Er ist in einem sehr kunstsinnigen Hause aufgewachsen, oben an der Ostsee, und musste immer Hausmusik mit seinen Eltern und seinen Geschwistern machen. Und er musste das Cello spielen. Es war ihm mehr Last wie Lust, wie er später in seinen Memoiren schrieb. Aber diese Liebe kam zurück und dann passierte das, was Domnick auszeichnet. Wenn er etwas machte, dann richtig. Dann mit ganzer Konzentration, mit hoher Professionalität, mit Ehrfurcht vor der Sache, aber auch mit der Arroganz des Könners, der weiß, wenn er sich anstrengt, wird er richtig gut. Und er kaufte sich ein Cello, eine Testore von 1707. Jetzt kommt der Historiker in mir raus. Bitte machen Sie sich klar, 1707, das läuft einem so selbstverständlich über die Lippen. Aber 1707 gab es in Stuttgart noch kein neues Schloss. Und die Stadt Karlsruhe existierte überhaupt noch nicht. Also ein dingliches Element dessen, was uns und unsere Kultur ausmacht. Und mit diesem Cello fing er an zu üben und auch dort war er, wie in all seinen anderen Tätigkeiten, kompromisslos modern. Domnick kannte nur vorwärts. Er war wie eine Kerze, die an zwei Seiten gleichzeitig brennt. Und wahrscheinlich war dieses Vorwärts für ihn auch so dominierend, weil das Rückwärtsschauen ließ ihn in die Fratze blicken des eigenen Versagens im Dritten Reich, wo er sich selbst vorwarf, zu lau, zu wenig aufständisch, zu angepasst, zu ängstlich wegen seiner eigenen medizinischen Karriere. Das ist ein weiterer Punkt, er war ein äußerst erfolgreicher Psychologe oder Psychiater mit einer eigenen Klinik, die das Geld für seine ganzen kulturellen Erben brachte. So, und als er merkte, dass sein Lebenszyklus zu Ende geht, auch typisch Domnick, hat er alles geregelt. Und er hat es geschafft, mit dem Land eine Stiftung zu vereinbaren, die Stiftung Domnick, die ich heute hier vertreten darf als ihr zuständiger Kurator. Und in der Stiftungsvereinbarung wurde ein Cello-Preis gestiftet und als er starb, ging das Cello in das Eigentum des Landes über und wird jetzt immer an begabte junge Cellistinnen und Cellisten für eine gewisse Zeit verliehen. Wenn ich richtig informiert bin, werden wir ja Frau Krieg, sage ich es richtig, werden für Frau Krieg mit eben diesem Domnick Cello sehen. Frau Mautner-Obst war sehr nett und sagte, es war eine großzügige Summe, die wir bereitgestellt haben. Das ist aber falsch. Wir haben gar nicht zu entscheiden, ob die Summe großzügig ist. Es ist der Wille des Stifters.
und wir sind verpflichtet, seinem Vermächtnis und seinem letzten Willen zu folgen. Und es ist mir eine Ehre und Vergnügung, heute Abend den Hauptpreis überreichen zu dürfen. Ich bin jetzt seit 5 Jahren Kurator dieser Stiftung. Aber durch einige unglückliche Umstände und dann durch Corona ist es das erste Mal, dass ich diesen Preis verleihen darf. Und wir haben gesagt, wenn dann richtig, auch da sind wir Dominik verpflichtet, dann machen wir es alle 2 Jahre mit genau der gleichen Donation, die ich heute Abend übergeben kann. Ich freue mich sehr auf den Abend mit Ihnen, ich freue mich sehr auf das Preisträgerkonzert und mein Glückwunsch an Sie alle, vor allem an alle, die teilgenommen haben und auf diese Weise so wirkungsvoll und so im Sinne des Stifters das Vermächtnis von Dominik lebendig und attraktiv für uns Nachkommende zu halten. Ganz herzlichen Dank und einen schönen Abend.
Thank you.
Maestro. Thank you.
weiß noch gar nicht, wo es hinausführen wird, was ich sagen werde. Aber auf jeden Fall möchte ich anschließen an das, was Herr Hörmann gesagt hat. Also sozusagen einen Rückweg in die Geschichte, und zwar in die etwas konkretere Geschichte der Dominik, nicht der Dominik-Stiftung, sondern des Dominik-Preises. Wenn man von Ottomar Dominik ausgeht, dann steht wie ein Credo, ein grelles Credo, ein ganz bedeutender Satz von ihm im Zentrum, und zwar der heißt, das geistig und künstlerisch Progressive ist das Entscheidende in allem, was Kunst zu leisten hat. Jetzt haben wir heute im Saal 3, 4, 5 Werke gehört, und wenn man sich den Zeitplan anschaut, wann die Werke geschrieben worden sind, dann ist das alles schon eigentlich uralte Musik, die aber die Technik der sogenannten neuen Musik innerhalb der letzten 60 Jahre in die Welt hineinplastiziert hat. Also das sind alle Techniken da, und die Preisträger und auch die anderen Teilnehmer dieses Wettbewerbs haben großartige technische Leistungen erbracht und für eine Jury immer wieder sehr kompliziert und komplex, die unterschiedlichen Fähigkeiten des Einzelnen so zu gewichten, dass wir manche rausschmeißen können und andere in die nächste Runde führen können. Aber in der Sache eigentlich spielen wir oder erleben wir alle alte Musik. Im Jurorenkonzert war das Thema der dargestellten Werke dann etwas, was ab 2010 bis 2020, 21, 22 geschrieben worden ist. Erlauben Sie mir kurz einen Rückblick in den Wahnsinn. Denn als der Ottomar Tomek 1982 den Dominik-Cello-Preis installiert hat, gab es so gut wie kaum einen Cellisten, den man mit neuer Musik hätte verbinden können. Allerdings im Umfeld Stuttgart gab es schon welche. Der große Star, der internationale Star, der in Köln ansässig war, Siegfried Palm, war mit Dominik dann sehr stark liiert, und sie haben sich entschieden, ihn so als erstes Glied dieser Dominik-Stiftung zu installieren, und Palm hat eben dann eingewirkt, dass das Werk der Gegenwart eine Rolle spielen soll. Wenn man die ersten Wettbewerbe betrachtet, dann war das eigentlich ein Duplikat der internationalen Wettbewerbe für Cello oder für irgendein anderes Instrument. Und erst im Jahre 2005 hat dann der hier in Stuttgart installierte Cello-Professor Jean-Guillaume Queyras die Idee gehabt, das können wir so nicht weiterführen, wenn wir das jetzt wieder neu in Bewegung bringen, und hat in Absprache mit Werner Esser, der damals die Dominik-Stiftung betreute und dort im Hause auch tätig war, in Nürtingen, zusammen mit Rainer Wehinger, dem damaligen Direktor der Stuttgarter Musikhochschule und dem Mann, der beim SWR gearbeitet hat, innerhalb der neuen Musik und Festival erfahren war, also mit mir, dieses Modell kreiert. Und das wurde von Konradin Brodbeck bis jetzt auch zu Tristan Cornu praktisch übernommen, dass man sagt, es muss ein Jurorenkonzert geben, es muss möglichst die Präsenz der Werke der letzten 50 Jahre verfügbar dargestellt werden. Aber in einem Punkt ist es doch insofern wieder anachronistisch, dass keine Werke oder kaum Werke der letzten 2, 3 Jahre gespielt werden. Wenn man das historisch betrachtet, ist im Jahre 1960, 65 gab es eben diesen einen Cellisten. Es gab noch kein Ensemble. Es gab zwar das Stuttgarter Ensemble für Neue Musik, das war das erste Ensemble, das international in den Festivals nur ausschließlich neue Musik gespielt hat. Aber erst 1976 hat Pierre Boulez in Paris das Ensemble Intercontemporain Paris gegründet, 1976. Wir hatten noch kein Ensemble Modern. Ensemble Modern wurde 1980 gegründet. 1985 kam dann das Ensemble Recherche dazu. Ensemble Recherche
ist die Arke Ackerberg ja eine der Jurorinnen gewesen, die in diesem Ensemble die solistische Cellistin ist. Dann kam das nächste Ensemble, in welchem Lukas Fels, das müsste man noch, muss ich noch ergänzen, das Arditi-Quartett wurde 1976 gegründet. Lukas Fels als späterer Cellist des Arditi-Streichquartetts war dann, jetzt und ist auch immer wieder innerhalb der Jury mit anwesend. Dessen Repertoire beträgt, man, das kann man gar nicht glauben, insgesamt 1200 Werke der gegenwärtigen Musik. Und das sind wenigstens 500 der letzten 5-6 Jahre an Kompositionen von diesem Ensemble realisiert worden. Aber der Zug der Zeit läuft völlig anders als diese mit diesem engen Seherblick auf die Welt der Musik, wie ich es gerade versuche darzustellen. Dieser verengte Blick ist eigentlich ein verfälschter Blick. Denn wenn man überlegt, dass die Gesellschaft, die wir hier selbst bilden, die eigene Gegenwart der Kunst überhaupt nicht wahrnehmen kann, wahrnehmen will, sie vermeidet, ihr sogar fast feindlich gesinnt ist, sobald sie auftritt mit ihren sogenannten falschen Tönen, das Vorurteil, Gleichgültigkeit, und dann laufen wir ja jeder mit uns mit seinem Privatarchiv, mit seinem Privatmusikarchiv durch die Welt, in der freien Handhabung der eigenen Entscheidung. Und was geschieht weltweit, hören die meisten Menschen die klassisch-romantische Musik immer noch. Das heißt, die romantische Periode hat jetzt 222 Jahre angehalten. Und sie existiert immer noch. Und wir profitieren von ihr immer noch. Aber die Gegenwart, die gegenwärtige Musik, ist überhaupt ein Funken, ein winzig kleines Fünkchen. Ich habe mit Lukas Fels vor 2 Tagen, nachdem er die Bemerkung gemacht hatte, 100 Komponisten weltweit werden von weltweiten Menschen überhaupt nur wahrgenommen. 100 Komponisten. Von 95% der gesamten Menschheit. Es bleiben mir noch 5% übrig. Wenn man das jetzt durchrechnet, 5% von der gesamten Menschheit sind immer noch 400 Millionen. Aber von diesen 400 Millionen hören viele auch von anderen Komponisten noch Musik. Die Anzahl der Komponisten liegt etwa bei 20.000, die einigermaßen einen Namen haben innerhalb der Musikgeschichte. Von diesen 400 Millionen hören dann wieder nur 0,004% die Musik der Gegenwart, also 40.000. Und ich riskiere zu behaupten, dass von diesen 40.000 der größte Teil hier in Deutschland lebt. Von daher ist der Domnick-Wettbewerb natürlich ein glühender Funke des Hörbarmachens von klingender Kunst in der Gegenwart. Und wenn wir schon so vieles in der gegenwärtigen Welt aushalten, was nicht zum Aushalten ist, dann sollten wir die Musik, die heute und jetzt entsteht, wenigstens aushalten lernen. Ich sage das dem falschen Publikum, ist mir klar. Die Rede müsste an die restlichen 39.000 plus gehalten werden. Und wenn man jetzt nochmal Otto Domnick heranholt, wie sagte er bald vor 50 Jahren, das geistige und künstlerische Progressive, nur das muss gefördert werden. Und ich hatte das große Glück, ihn noch kennenzulernen. Ich hatte ohne Datum diesen Film im Festival Eklat-Tage für neue Musik vorgestellt in einem Projekt, wo nur Filme und Musik zusammen präsentiert waren, 10 Tage lang. Und dieser Film hatte Haubenstock Ramati vertont, also für Orchester, für einen Orchesterklang verwandelt. Die beiden kannten sich sehr gut, Wiener, großer, bedeutender Wiener Komponist und Ottomar Domnick. Und er sagte damals zu mir, als Spiegel unserer Gegenwart, als Spiegel unseres Innenlebens, als Nervenarzt, Psychiater, von dem man so wenig Ahnung hat, das Einzige, was uns überhaupt etwas über uns selbst sagt, ist die Musik, die in der unmittelbaren Gegenwart komponiert wird. Und von daher habe ich
so leise gehört, wird die Zukunft dieses großartigen Geschenks, dieses Preises, dieses Wettbewerbs vielleicht allmählich immer näher an die absolute Gegenwart heranreichen und die jungen Interpreten, die fantastisch spielen und die Technik beherrschen im Schlaf, die vor 50 Jahren noch keiner wusste, dass es die gab, in den Dienst der Komponisten legen, die unmittelbar jetzt gerade schreiben. Das wünsche ich dem Preis und der Institution. Vielen Dank.2022 zu überreichen. Und aus diesem Anlass, und das wollen wir zur guten Tradition werden, haben wir dank Frau Romeu zum ersten Mal auch eine eigene Preistrophäe, die bei der Künstlerin bleibt. Sie sehen deutschen Stein und ein Cello. Meinen herzlichen Glückwunsch. Aber die Kunst und wir alle können nicht nur von den wertvollen Klängen existieren, wir brauchen auch Nahrung und Atmung. Und deshalb ist der Dominik-Cello-Preis 2022 mit 10.000 Euro dotiert. Und Sie haben es sich wirklich ehrlich verdient. Glauben Sie mir, ich gehöre zu den vielen 100 Millionen, die sich auf die wenigen Komponisten beschränken. Mein Blick, mein Ohr hat sich heute Abend geweitet. Ich bin wirklich beeindruckt, was Sie zustande gebracht haben. Meinen herzlichen Glückwunsch, und diesen Glückwunsch überbringe ich Ihnen stellvertretend für das ganze Auditorium.
Thank you.